Steffens Prognose mit mir. Hey meine Weiße draußen, ich bin Steffen von Ballis United und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf Ballis United, zum nächsten Prognose-Video zur WM 2022. Auch heute öffnen wir wieder 6 Päckchen der Panini Sticker-Kollektion. Heute haben wir das Spiel Südkorea gegen Ghana, also 6 Päckchen. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Wir haben die Regeln, falls wir einen Sticker eines dieser beiden Länder ziehen sollten, zählt es als ein Tor. Für das jeweilige Land sollten wir das Logo ziehen, dann gilt das als automatischer Sieg. Als erstes haben wir Gakpo für die Niederlande, dann haben wir Ahmed für Katar, Haris Seferovic für die Schweiz, Brandon Aaronson und Acuña von Argentinien. Nur kein Treffer im ersten Pack. Aber wir haben ja noch einige vor uns. Wir beginnen mit Manuel Akanji. Dann haben wir Al-Malki, Al-Dafsari. Dann haben wir das Logo der australischen Nationalmannschaft. Und Breel Embolo für die Schweiz. Schon der dritte Schweizer. Also wäre das hier ein Schweiz-Spiel, dann wäre das sehr torreich. Aber ist es nicht. Südkorea gegen Ghana. Geht weiter mit Kilo Kera. Da haben wir Sivkovic. Marco Reus, Fred für Brasilien und der nächste Schweizer, Jan Sommer für die Schweiz. Aber noch kein Treffer hier, 0:0 bisher in unserer Prognose zur Halbzeit. Aber wir haben ja noch 3 Päckchen, also die Hälfte ist noch zu spielen in diesem Spiel. Es geht weiter mit Jonathan Williams, dann mit Contreras für Ecuador Galíndez. Dann haben wir das Mannschaftsfoto vom Iran und für Ecuador Angel Mena. Noch 2 Packs. Wir beginnen mit dem Lusail Stadium. Dann haben wir Bayranvat vom Iran. Für Serbien Maximovic, Keylor Navas und Harry Wilson. Also noch ein Pack, immer noch 0:0. Zwischen Südkorea und Ghana. Gelingt hier einem Team noch der Lucky Punch zum Ende. Wir beginnen mit dem nächsten Serben, Luka Jovic. Dann haben wir Caicedo, Serdar Shaqiri, Sutar und der letzte Sticker ist Al-Owais für Saudi-Arabien. Damit trennen wir uns mit 0:0 hier zwischen Südkorea und Ghana. Also kein Treffer in diesem zweiten Gruppenspiel für die jeweiligen in Gruppe H, in der letzten Gruppe, in der portugiesischen Gruppe, die ja nachher noch gegen Uruguay spielen. Checkt auf jeden Fall die späteren Videos noch ab und das vorherige Video, falls ihr das nicht sowieso schon gesehen habt, vom ersten Spiel am heutigen Tage. Lasst einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat, abonniert nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Video auf Ballis United. Ciao.